Bonjour, bonjour, ça va? Buongiorno, guten Tag, good morning, hello, how are you? So, ich bin gerade fertig mit meinem Vormittagskurs. Und wir hatten letzte Woche beziehungsweise heute auch noch die Grammatik Plusquamperfekt. Dieses Grammatikphänomen Plusquamperfekt lernt man normalerweise in den B1-Kursen. Was bedeutet aber Plusquamperfekt? Ich werde euch alles gleich zeigen, also meine Notizen, und dann wird es auch klar oder klarer, was hier gemeint ist. Plusquamperfekt. Das Wort kommt selbst aus dem Latein. Plus bedeutet mehr, quam bedeutet als, und perfekt ist perfekt. Also es ist quasi mehr als perfekt. Und wenn wir uns das so vorstellen, wir haben bis jetzt Präsens, Präteritum und Perfekt gelernt. Und wir springen nach quasi nach Präteritum und Perfekt, springen wir noch einen Schritt zurück in die Vergangenheit. Dann bekommen wir das Plusquamperfekt. Also, stellt euch vor, ihr erzählt über euren Tagesablauf, was ihr gestern gemacht habt oder am Wochenende, und ihr wollt das chronologisch erzählen. Und ihr könnt den Satz auch so beginnen. Es ist noch eine Möglichkeit. Nachdem ich um 6 Uhr aufgestanden und nicht bin, sondern war, habe ich mir einen Kaffee gekocht. Ja, nochmals. Nachdem ich um 6 Uhr aufgestanden war, habe ich einen Kaffee gekocht. Dann geht's weiter. Nachdem ich mir einen Kaffee gekocht hatte, habe ich geduscht. Nachdem ich geduscht hatte, habe ich mich angezogen. Nachdem ich mich angezogen hatte, bin ich zum Bäcker gegangen. Nachdem ich zum Bäcker gegangen bin, nachdem ich zum Bäcker gegangen war, habe ich dort ein Brötchen gekauft und so weiter. Ja, was sehen wir hier? Zwei Aktionen oder mehrere Aktionen geschehen in der Vergangenheit, aber wir vergleichen immer erst zwei miteinander, die in der Vergangenheit geschehen, passieren, und die frühere Aktion, die erste oder die frühere Aktion, steht mit Plusquamperfekt. Das heißt, das Verb steht in der Verbzeit Plusquamperfekt, ja. Dafür müsst ihr aber die Perfektform sehr, sehr gut kennen. Und das Perfekt besteht immer aus zwei Teilen, aus zwei Verben, aus dem Hilfsverb haben oder sein, natürlich in der konjugierten Form, und aus dem Plusquamperfekt. Und diese Formen müsst ihr bitte kennen. Essen, aß, hat gegessen. Kommen, kam, ist gekommen. Fahren, fuhr, ist oder hat gefahren und so weiter. Ja? Was geschieht? Was passiert im Plusquamperfekt? Wir nehmen quasi das Perfektform, aber das Hilfsverb setzen wir ins Präteritum, bleibt nicht in Präsensform. Nachdem ich um 6 Uhr aufgestanden war, nicht bin, war, das ist sein im Präteritum, und die spätere Aktion steht im Perfekt oder im Präteritum. Ja? Nachdem ich um 6 Uhr aufgestanden war, kochte ich mir einen Kaffee oder habe ich mir einen Kaffee gekocht? Same, same. Ich habe euch schon mal gesagt, glaube ich, früher, nicht nur einmal in einem Video, also was die Bedeutung angeht, gibt es zwischen Präteritum und Perfekt keinen großen Unterschied.
zu 99% hat es die gleiche Bedeutung. Aber es gibt zum Beispiel eine Ausnahme, es gibt, müsst ihr hin und nachdenken, aber sonst fällt mir gerade keine Ausnahme ein. Wenn ich jetzt sage, ich kochte eine Suppe oder ich habe eine Suppe gekocht, ich bekomme am Ende eine Suppe raus, hoffentlich, und keine Plörre, dann habe ich ein Resultat. Aber wenn ich sage, ich lernte gestern die Vokabeln, da habe ich vielleicht nicht so viel Resultat, kein gutes Ergebnis, als wenn ich sage, ich habe die Vokabeln gelernt, weil dann heißt es, die sind jetzt in meinem Kopf. Okay? Aber wie gesagt, zwischen Präteritum und Perfekt ist in Bezug auf die Bedeutung gibt es keinen Unterschied. Ja? Gut. Habe ich jetzt alles gesagt? Deshalb geht oder kann der zweite Satz, was heißt der zweite Satz? Also die spätere Aktion, die auch in der Vergangenheit ist, gerne auch im Präteritum stehen, wenn ihr jetzt im Präteritum haben möchtet. Kochte ich einen Kaffee? Kann man auch sagen. Man muss, und es ist auch falsch zu sagen, Hauptverben benutzen wir nicht im Präteritum. Doch, 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 kann man machen, aber es ist nicht so typisch. Ja, kann man machen. Ist nicht sehr typisch in der gesprochenen Sprache, beziehungsweise doch, also bei einfachen Wörtern, Hauptverben, kochte ich einen Kaffee oder ging ich zum Bäcker, kam ich nach Hause, also diese Basic-Alltagsverben, Hauptverben, die müssen wir jetzt nicht unbedingt im Perfekt benutzen, die sagt man auch, benutzt man oft im Präteritum. Ging ich zur Schule oder kam ich aus der Schule oder ging ich zur Arbeit oder ich fuhr zur Arbeit. Diese Alltagsverben benutzen wir, weil die einfach kürzer sind, so, nicht? Oder ich dachte oder ich fand sehr oft im Präteritum. Also don't believe your teacher oder dem Buch, wenn sie sagt, alles in perfekt. Ausnahmen sind Hilfsverben und Modalverben. Nein, 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 nein. Sorry, aber nein. Nicht sorry und nein. Okay, so. Jetzt mit Fokus auf die Übungen, auf Beispielsätze. Ich werde euch Beispielsätze aus meinem Unterricht zeigen. Das war die Hausaufgabe für heute, für meine Schüler, glaube ich, so 20 Sätze zu schreiben. Wir haben diese Sätze, die ersten Sätze erstmal mit nachdem verbunden. Es geht aber ohne nachdem auch. Und wir haben heute gelernt, dass man Plus von Perfekt nicht nur mit nachdem benutzen kann, sondern auch mit als, wenn der Zeitunterschied nicht sehr groß ist. Das zeige ich euch mal. Und es kann sein, dass ich zwei Videos dazu machen werde. Das weiß ich noch nicht. Ich bin jetzt gerade in der 8. Minute. Also, let's go. Danke, Zoom. Okay, noch einmal. Ist irgendwie. Sorry. Bisschen alles. Doch komplizierter geworden. Nein, das wollte ich jetzt nicht. Entschuldigung. Here we go. Jetzt freigeben. Entschuldigung. Kurz mal räuspern. Allora, cominciamo. Sprechen wir mal Italienisch. Cominciamo heißt, wir fangen jetzt an. Die Bildung von Busram Perfekt. So, wie ich es eben gerade erklärt habe, im Präteritum steht das Hilfsverb und das Hauptverb steht im Partizip 2. Wir sprachen über Alltagsroutinen. Aufwachen, wachte auf, ist aufgewacht. Und die zweite Aktion ist aufstehen, ja, also aufstehen, stand auf, ist aufgestanden. Normalerweise geschieht Aufwachen zuerst und dann steht man auf, nicht? Nachdem ich aufgewacht war, bin ich aufgestanden. Ihr wisst ja, wenn ihr schon nach dem gelernt habt, jo, hier nochmals, nach dem, also mögliche Konnektoren sind mögliche Konnektoren. Wenn wir überhaupt einen Konnektor benutzen wollen, wenn wir überhaupt einen temporalen
Das sind immer temporale Konnektoren, temporalen Konnektor verwenden, benutzen möchten, wenn wir überhaupt, ja, müssen wir aber nicht, dann sind das nach dem beziehungsweise als und beide mit Nebensatz. Ich habe euch schon erklärt, NS ist die Abkürzung von Abkürzung von Nebensatz. Das heißt, das Verb steht am Ende, das konjugierte Verb steht am Ende oft, 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 oft. Es gibt halt auch Beispiele, Gegenbeispiele, Ausnahmen. So. Das konjugierte Verb kann nämlich auch vor einem Infinitivpaket stehen. Bevor ihr fragt oder bevor ihr schlaflose Nächte bekommt, ich sag's nochmal, im B1, C1 werdet ihr Konstruktionen sehen, wo wir im Nebensatz stehen sind, aber das konjugierte Verb steht vor einem Infinitivpaket. Aber das ist jetzt nicht der Fall. So, ganz easy peasy, nachdem ich aufgewacht war, seht ihr, also, Konnektor, Subjekt, oder ich kann es auch ergänzen, um 6 Uhr aufgewacht war, bin ich aufgestanden. No, das Hilfsverb steht konjugiert natürlich im Präteritum. Davor steht das Partizip 2, Komma, Kaffeepause. Jetzt beginnt der Hauptsatz mit dem Hilfsverb bin ich aufgestanden oder stand ich auf, was ich eben gerade gesagt habe. Die zweite Aktion kann gerne. Spätere Aktion kann gerne im Präteritum stehen. Ja, gut. Die frühere Aktion, also genau, das hatte ich schon mal in meinen Notizen, habe ich aber nicht rauskopiert. Beide Aktionen, Ereignisse, whatever, passieren in der Vergangenheit, die frühere Aktion steht im Plusquamperfekt. Die spätere Aktion entweder im Präteritum oder im Perfekt spielt. Ist egal. Okay? Oder zu 99% ist es egal. Ja? Ist ja egal, ob im Präteritum oder perfekt. Gut. Mögliche Konnektoren sind also nochmals nach dem und als oder eben kein Konnektor. Hier sehen bei nach dem ist anzumerken der zeitliche Unterschied. Ui, Zeitunterschied ist vielleicht etwas länger oder größer. Ja, und hier ist der Zeitunterschied ist vielleicht viel kürzer. Ja, ist nicht vielleicht. Ja, ist kürzer. Ja, vielleicht nur wenige Sekunden. Nur eine Minute oder so. Okay. Es ist auch möglich, auch ohne einen Konnektor kann man diese Aktionen miteinander verbinden. Aber dann benutzt man eben ein temporales Adverb, auch ohne einen Konnektor. Aber dafür mit einem temporalen Adverb.
zeige euch mal auch Beispiele dafür. So, nachdem ich um 6 Uhr aufgewacht war, bin ich aufgewacht. Ich bin noch nicht aufgewacht. Bin ich aufgestanden oder stand ich auf? Andere Versionen. Man kann die Sätze auch umtauschen. Ich bin aufgestanden, nachdem ich um 6 Uhr aufgewacht war. Ja, aufgewacht war. Okay. Oder aber ohne Konnektor. Ich war heute um 6 Uhr aufgewacht. Und dann bin ich aber auch gleich aufgestanden. Na, man muss ja nicht direkt aufstehen. Man kann noch ein bisschen im Bett rumlümmeln, mit dem Partner, mit der Partner ein bisschen knutschen oder meditieren, über den Tag nachdenken. Ja? Und was ich eben gerade gesagt habe, auch ohne einen Konnektor funktioniert das. Funktioniert der Satz, aber dafür mit einem temporalen Adverb im zweiten oder im ersten Satz. Ich war erst um 6 aufgestanden, ich war heute um 6 Uhr aufgewacht und dann bin ich und dann bin ich, ne, temporales Adverb, bin ich aber auch gleich aufgestanden. So und so weiter. Nachdem ich aufgestanden war. Ich nehme jetzt die letzte Aktion, das Aufstehen. Nachdem ich aufgestanden war, bin ich ins Bad gegangen. Oder ging ich ins Bad? Weiter. Nachdem ich ins Bad gegangen war, habe ich mir die Zähne geputzt. Passt auf, jetzt kommt ein. Das Zähneputzen ist keine Bewegung jetzt. Sich die Zähne putzen und duschen. Nachdem ich mir die Zähne geputzt hatte, habe ich geduscht. Okay? Nachdem ich geduscht hatte, habe ich mir die Haare gekämmt. Nachdem ich mir die Haare gekämmt hatte, zog ich mich an oder habe ich mich angezogen. Wenn der Nebensatz der erste Satz ist, dann kommt ein Komma und dann das erste. Und das konjugierte Verb des Hauptsatzes, das habe ich hier demonstriert. Nachdem ich mich angezogen hatte, habe ich einen Kaffee getrunken. Und dann fing es hier an mit den Hausaufgaben für meine Schüler für heute. Nachdem ich einen Kaffee getrunken hatte, habe ich gefrühstückt. Nachdem ich gefrühstückt hatte, habe ich Gymnastik gemacht. Nachdem ich Gymnastik gemacht hatte, habe ich nochmals geschlafen. Nachdem ich nochmals geschlafen hatte, habe ich ab 8:30 Deutsch gelernt. Nachdem ich ab 8:30 Deutsch gelernt hatte, habe ich um 10 Uhr eine Pause gemacht. Nachdem ich um 10 Uhr eine kurze Pause gemacht hatte, habe ich um 12 Uhr das Mittagessen gekocht. Also der Unterricht geht eigentlich bis 11:45 Uhr. Das heißt, nach der Pause hatten wir nochmal 90 Minuten, also zwei Unterrichtseinheiten. Und jetzt haben sie schon frei. Meine Schülerinnen, habe ich um 12 Uhr das Mittagessen gekocht. Nachdem ich um 12 Uhr das Mittagessen gekocht hatte, habe ich zu Mittag gegessen. Nachdem ich zu Mittag gegessen hatte, habe ich ein Nickerchen gemacht, einen Mittagsschlaf. Nachdem ich ein Nickerchen gemacht hatte, habe ich die Kleidung gewaschen oder die Wäsche gewaschen eigentlich. Ja. Nachdem ich die Wäsche gewaschen habe, ich glaube, der nächste Satz ist, dieser Satz ist ein bisschen unlogisch, habe ich sie gebügelt. Also habe ich sie getrocknet und dann gebügelt. Okay, sie trocknen. Und bügeln habe ich sie getrocknet, Kleidung getrocknet,
und gebügelt. Nachdem ich gebügelt hatte, habe ich noch einen Kaffee getrunken. Nachdem ich noch einen Kaffee getrunken hatte, habe ich die Hausaufgaben gemacht, habe ich dann vergessen. Nachdem ich die Hausaufgaben gemacht hatte, bin ich spazieren gegangen. Nachdem ich spazieren gegangen war, habe ich eingekauft. Nachdem ich eingekauft hatte, habe ich das Abendessen gekocht. Nachdem ich das Abendessen gekocht hatte, habe ich mit den Kindern gespielt. Nachdem ich mit den Kindern gespielt hatte, habe ich zu Abend gegessen. Nachdem ich zu Abend gegessen hatte, habe ich um 10 Uhr abends ferngesehen. Nachdem ich um 10 Uhr ferngesehen hatte, bin ich um 11 Uhr und 23 Uhr schlafen gegangen. Dann gab es eine kurze Erklärung. Der Bedeutungsunterschied zwischen gehen, schlafen, gehen, ne? Schlafen, gehen, schlafen und einschlafen. Was ist eigentlich die? Erstmal gehen wir schlafen, dann. Oh, das habe ich jetzt. Wo habe ich das geschrieben? Dann schlafen wir ein und dann schlafen wir. Genau, das habe ich eigentlich aufgelöst, also erklärt im Unterricht. Das habe ich jetzt nicht mehr in diese Notizen kopiert. So, okay. Jo. Und so passt auf, Einschlafen ist ja eine Zustandsveränderung. Einschlafen. Aus dem aktiven Zustand kommen wir ins Passive. Deshalb steht das Verb sein. Das Hilfsverb sein im Perfekt. Eine Aktion, genau. Und das waren die Hausaufgaben, die Übungen dazu. Eine Aktion ist in der Vergangenheit und die spätere Aktion, genau, jetzt ist das nächstes Thema. So, eine Aktion ist in der Vergangenheit und die spätere Aktion ist in der Gegenwart oder Zukunft. Dann gibt es kein Plusquamperfekt, sondern nur Präteritum oder Perfekt in der ersten Aktion und Präsens oder Futur für die zweite Aktion. Ja, also. Plusquamperfekt benutzen wir wirklich nur, wenn alle Aktionen oder mindestens zwei Aktionen in der Vergangenheit sind, in der Vergangenheit liegen. Plus, genau das ist, was ich gerade hier geschrieben habe, auch, oder? Ne? Ist früher passiert als die andere. Nachdem ich alle, zum Beispiel, nachdem ich alle Zutaten vorbereitet habe, koche ich das Mittagessen oder werde ich das Mittagessen kochen, ja? Ne? Was machst du jetzt gerade? Ich werde gleich kochen und nachdem ich alle Zutaten vorbereitet habe, koche ich das Mittagessen. Präsens oder werde ich das Mittagessen kochen? Ja? Nächstes Thema. Plusquamperfekt mit als Konnektor. Kurze Wiederholung. Als gleichzeitiger, als temporaler, als gleichzeitiger. Passt auf. Gleichzeitiger, temporaler Konnektor. Wann ist etwas passiert? Da reden wir über einen Zeitpunkt. Es ist noch nicht das, nicht das Plusquamperfekt mit als, sondern eine kurze Wiederholung. Was ist nochmal als? Also jetzt nicht als Präposition im Komparativ, sondern als gleichzeitiger temporaler Konnektor. Die Aktion, die in dem als Satz steht, also das, was im als Satz steht, ist zu 99%, also wenn es keine Krimi-Geschichte ist, das werde ich hier nicht erwähnen. Das lernt ihr W2, C1, also das wird vielleicht erwähnt. Als der Einbrecher die Tür aufbricht, klingelt das Telefon, klingelt sein Telefon. Aber das gehört jetzt nicht zu B1, glaube ich. Oder keine Ahnung, kann man machen, kann man erwähnen, sagen. Aber ich glaube, es ist jetzt nicht so dramatisch, wenn wir das nicht unterrichten. Noch einmal. Die Aktion in dem Als-Satz geschieht, passiert in der Vergangenheit und wichtig ist einmal passiert. Das ist der Unterschied zu wenn. Okay? Wenn
Kurze Wiederholung. In allen drei Zeiten, nicht 23. Und wenn es in der Vergangenheit ist, passiert es mehrmals. Mehrmals. Das ist der Unterschied zu weit. Ja? Allora, als ich ein Kind war, wie oft war ich ein Kind? In diesem Leben nur einmal. In diesem Leben nur einmal. Ja? Ich glaube, also pro Leben nur einmal habe ich viel Eis gegessen. Pass auf, natürlich habe ich öfter mal Eis gegessen. Natürlich, aber darum geht es nicht. Darum geht es hier. Als ich ein Kind war, einmal in der Vergangenheit. Oder als der Unterricht um 8:30 anfing oder angefangen hat, klingelte plötzlich mein Handy. Wann ist es passiert? Einmal hatten wir heute morgens 8:30 und einmal hat heute der Unterricht angefangen. Ja. Und jetzt der Wechsel zum Thema als mit Plusquamperfekt. Beide Aktionen passieren in der Vergangenheit. Die erste Aktion beginnt sehr kurz vor der zweiten Aktion. Als ich gerade losgefahren war, hat mich eine Kollegin im Auto angerufen. Also ich saß im Auto und da klingelte mein Telefon. Gerade losgefahren. Ich war gerade losgefahren und dann hat mein Telefon geklingelt. Ja, also und auch wieder, nochmals, gerne ohne Konnektor. Ich war gerade losgefahren. Als mein Telefon klingelte, das geht auch. Als mein Telefon klingelte, das geht auch. Also hin und her. Ja, weil das ist gleichzeitig. Ja, ich war gerade losgefahren, als mein Telefon, das habe ich heute im Unterricht gar nicht erwähnt, ne? Als mein Telefon klingelte. Das geht auch. Ist einmal passiert. Das geht auch. Oder ich war gerade losgefahren. Da klingelte, da hat meine Kollegin angerufen, da klingelte mein Telefon. Ich habe jetzt den Satz verändert, Telefon. Aber ihr wisst, was ich meine. Ja? Oder hat meine Kollegin angerufen. Ja? Als ich 2 Monate Teilzeit in der Firma gearbeitet hatte, habe ich das Angebot für eine Vollzeitstelle bekommen. Ich habe erst mal 2 Monate Teilzeit gearbeitet und dann kam das Angebot. Wollen Sie nicht doch mal eine Vollzeitstelle annehmen? Ja? Gleich danach. Als ich schon 10 Kunden bedient hatte, habe ich Mittagspause gemacht. Oder besser fände ich jetzt, nachdem ich schon 10 Kunden bedient hatte, habe ich Mittagspause gemacht. Ja, je nachdem, also wie groß ist der zeitliche Unterschied? Als ich gerade in Deutschland angekommen war, hatte ich sofort einen Unfall. Als ich gerade meine Ausbildung abgeschlossen hatte, habe ich eine richtig gute Geschäftsidee gehabt. Okay? So, ihr Süßen. Viel Spaß mit Plusquamperfekt. Lernt fleißig die Basis-2-Formel. Das ist enorm wichtig. Und genießt euren Lernprozess und guten Appetit zum Mittagessen. Ciao. Danke euch.